Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Sympathisanten und Freunde der AfD, ich wende mich heute an Sie mit einem landespolitischen Thema aus Sachsen-Anhalt. Der Wirtschaftsminister unseres Landes, Herr Professor Willingmann, hat sich bemüßigt gefühlt, auf zwei Zeitungsseiten in der MZ Interviews zu geben, in denen er deutlich gemacht hat, dass er sich vehement für die Beibehaltung der Sanktionspolitik gegenüber Russland ausspricht. Damit stellt sich Willingmann unter anderem gegen den Ministerpräsidenten Haseloff, der für die Aufhebung der Sanktionen eintritt, und er stellt sich vor allen Dingen gegen die heimische Wirtschaft, die vertreten durch die Industrie- und Handelskammer und durch eine Vielzahl von Unternehmen gerade der Auffassung ist, dass man mit Russland eine vernünftige Handelspolitik betreiben muss, um diesen Markt nicht dauerhaft zu verlieren. Denn Tatsache ist, dass 40% unseres Osthandels eingebrochen ist, und Tatsache ist auch, dass die Sanktionen bisher in keiner Weise dazu geführt haben, dass man Russland zu einem Wohlverhalten in der Krim-Frage hätte zwingen können. Wenn Willingmann sich zu der Äußerung versteigt, Härte gegen Putin zu fordern, dann zeigt das nur von einem gigantischen Realitätsverlust dieses Wirtschaftsministers, denn bisher haben die ganzen Sanktionen zu nichts anderem geführt, als unsere heimische Wirtschaft zu schädigen und den Landwirtschaftsabsatz in Russland zu schwächen. Es stellt sich allerdings auch die Frage, was macht eigentlich Herr Haseloff? Wie übt er seine Richtlinienkompetenz aus? Herr Haseloff ist in der CDU der Ministerpräsident und Herr Willingmann ist von der SPD der Wirtschaftsminister. Und natürlich muss der Wirtschaftsminister sich entsprechend der Richtlinienkompetenz daran orientieren, was im Koalitionsvertrag festgelegt ist und was auch Beschlusslage im Landtag ist. Nicht Herr Willingmann kann in seinem Wirtschaftsministerium eine solche Losung ausgeben, sondern das ist eine Sache, die in der Regierung geklärt werden muss. Und da kann man nicht einfach stillschweigend drüber weggehen, denn es geht in unserem Land um zehntausende Arbeitsplätze. Es gibt ein weiteres Problem. Herr Willingmann steht nicht nur gegen unsere heimische Wirtschaft und insbesondere diejenigen Unternehmen, die im Osthandel tätig sind, sondern er sorgt mit solchen Äußerungen dafür, dass sich zunehmend auch Unternehmen in Russland von Deutschland abwenden. Wir sind dabei, gegenwärtig einen ganz wichtigen Markt zu verlieren. Natürlich kann man die Frage stellen, dass der derzeitige Handel mit Russland gar nicht so groß ist. Das stimmt, weil ja schon 40% des Handelsvolumens verloren sind. Aber man muss dabei auch berücksichtigen, die Zukunft. China hat in dieser Woche, in den zurückliegenden Tagen, angekündigt, ein 900 Milliarden Dollar Investitionsprojekt, nämlich die kontinentale Verbindung zwischen China über Russland bis nach Westeuropa aufbauen zu wollen. An diesem Projekt beteiligen sich über 70 Staaten, die insgesamt eine Wirtschaftsproduktion von 40% der Weltwirtschaftsleistung verkörpern. Und wenn man das im Auge hat, dass hier zahlreiche Flughäfen gebaut werden, dass Häfen ausgebaut werden, dass jede Menge moderne Technik und Industrie benötigt werden und dann darüber herumfaselt, dass wir Russland zwingen wollen, die Krim zurückzugeben, was jeder weiß, dass man Russland zu überhaupt nicht zwingen kann, sondern wenn, dann kann man mit den russischen Firmen sich unterhalten, kann Handelsbeziehungen fördern und so weiter, dann hat man gar nicht begriffen, dass man dabei ist, sich einen Markt der Zukunft völlig zuzuschlagen, den dann künftig andere ausfüllen.
Und interessanterweise sind die Wirtschaftssanktionen, die Europa verhängt hat, von den Amerikanern genutzt worden, um ihre Wirtschaftskontakte nach Russland zu verstärken. Was also soll ein solcher Vorstoß von Herrn Willingmann? Er beweist eigentlich damit nur, dass er der falsche Minister auf einem solchen Posten ist, denn er kämpft nicht für die heimische Wirtschaft, sondern er kämpft für eine Ideologie, die zu gar nichts führt, außer dass wir aus dem Markt gedrängt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.